Das ist hier ein besonders berühmter Apfel. Den das war ein ganzer Stolz. Am Anfang war es nur einer. Und jetzt ist es ja drei Äpfel schon. Majid Abdelaziz ist Gründer und Initiator von Desert Greening. Es begann 2004 in Südalgerien am Rande der Sahara. Das heißt eine Steigerungsrate von 300%. Genau. In der Wüste später wird ein Ort sein, wo Menschen zusammenkommen, wo ein Ökodorf dann entsteht mit goldenen Schnittbauten, mit bioklimatischen Methoden, mit erneuerbaren Energien, wo dann diese Leute zusammen voneinander lernen. Für seine Vision existiert bereits eine 3D-Animation und ein Modell von der Architektin Isra Bellamy, hier links im Bild. Um es in der Wüste regnen zu lassen, baute Majid Abdelaziz einen Cloudbuster nach Wilhelm Reich und ergänzte diesen mit Techniken von Viktor Schauberger und Nikola Tesla. Könnte das vielleicht irgendwann eines Tages auch in Nordafrika zur Anwendung kommen? Und wenn ja, wie wären jetzt gegebenenfalls diese Standorte auszuwählen? Wie wäre das Gerät zu handhaben? Wie wäre es auszurichten? Weil das ist nicht einfach damit getan, das irgendwo in die Gegend zu stellen und es da stehen zu lassen. Es bedarf einer sehr behutsamen Umgangsweise. Das muss der Reich natürlich auch erst alles lernen und erkennen, eine sehr behutsamen Umgangs- und Anwendungsweise. Diese Maschine ist wirklich fähig, nach 3 Tagen Arbeit kommt Regen. Und die erste Operation, die ich damals dann im Juli gemacht habe, das war wirklich ein totaler Erfolg. Ja. Es in der Wüste regnen zu lassen, reicht alleine nicht aus. Die Voraussetzung für die Entstehung des Dorfes Janan ist die Erschaffung eines Mikroklimas. Hierzu müssen tausende Bäume gepflanzt und jahrelang gehegt und gepflegt werden. Um diese oftmals mühselige und harte Arbeit zu unterstützen, kann man Baumpate werden. Die blühenden Landschaften, sie kommen in der Sahara. Da sind sich zahlreiche Wissenschaftler jedenfalls einig, nämlich dass, wo heute noch Sand bis zum Horizont liegt, da könnten irgendwann grüne Gräser wachsen, Büsche, vielleicht sogar Bäume. Dieses Frühjahr jedenfalls ist das fruchtbarste seit über einem Jahrzehnt. In der algerischen Wüste leuchten kleine Blumen. In diesem Nachrichtenbeitrag wird gezeigt, wie das ganze Land von dem Regen profitiert. Der Bezug zu Desert Greening blieb bisher aus.